The Wizards Dark Times ist für 24,99 € im Oculus Quest Store erschienen und neben meinem ersten Eindruck bekommt ihr in diesem Video auch die Möglichkeit, The Wizards zu gewinnen. Wie ihr am Gewinnspiel teilnehmen könnt, erkläre ich euch später im Video. Zwei Dinge, die ihr jetzt schon tun könnt: Like dieses Video und kommentiert, wie ihr The Wizards findet. Interessiert ihr euch für weitere erste Eindrucksvideos, die ich hier in der Zockstube zur Verfügung stelle, dann schaut doch mal in diese Infokarte, da habe ich euch eine Playlist verlinkt, wo ihr alphabetisch sortiert alle Games auf der Oculus Quest findet. So könnt ihr euch immer einen perfekten Überblick verschaffen, bevor ihr Geld im Oculus Quest Store ausgibt. Wollt ihr allgemein keine Reviews, Tests oder Tutorials mehr zur Oculus Quest verpassen, dann abonniert die Zockstube und macht das Glöckchen an. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei The Wizard Dark Times. So, und los geht's mit The Wizards Dark Times. Ladebildschirm gerade ein bisschen rudimentär. What? Ist der Nachfolger von The Wizards. The Wizards kam kurz nach dem Release der Oculus Quest raus. Ist, schätze ich, so im Juni, Juli 2019 rausgekommen, also wirklich unmittelbar nach Release der Oculus Quest, und jetzt quasi dieser Port, ja, es scheint jetzt zu starten. Dieser Port, das Game ist vorher auf PC vorher rausgekommen und jetzt für die Quest verfügbar. Schauen wir mal. Carbon Studio. Ich merke gerade ziemlich starkes Kantenflimmern, Leute. Ich weiß nicht, ob die Aufnahme das auffängt. Ich hoffe nicht, dass sich das im Spiel fortsetzt. Das ist eigentlich ein erfahrenes Entwicklerstudio, was hier dran saß. Ich hoffe nicht, dass das jetzt so... Naja, schauen wir mal. So, Englisch. Choose Language. Deutsch. Deutsche Sprach... Also, nicht deutsche Sprachfassung, deutsche Textfassung haben wir auf jeden Fall. Wir können auswählen Story, Reise als beinahe unbesiegbarer Zauber durch Meliora oder die reguläre Schwierigkeitsstufe für alle, die eine mittelschwere Herausforderung suchen. In Kürze, neues Spiel. Okay, ich vermute, hier gibt es dann noch einen Modus mit allen Zaubersprüchen wahrscheinlich, und ein Hardcore-Modus wird auch noch nachgeliefert. Wir gehen jetzt natürlich mal in den Abenteuer-Modus. Anspruchslos wollen wir hier nun nicht. Halte die Oculus-Taste, um zurückzusetzen. Okay. Spielehaltung, wir spielen stehend. Ja, sitzen, stehen könnte auswählen. Mit dem linken Stick bewegen. Durchneigendes. Boah, das Kantenflimmern ist hier aber echt stark, wenn man weiter weg ist. Also das ist ungewöhnlich stark für Quest 2 Verhältnisse. Du kannst die Einstellung jederzeit vom Pausenmenü aus ändern. Alles super klasse, geil. Was ist das jetzt hinter uns? Ich muss jetzt dahin gucken. Das Bild sieht schon mal ganz geil aus. Wenn das Spiel jetzt so aussieht, bin ich zufrieden. Aber im Moment befürchte ich, hab ich ein paar Befürchtungen, allein weil das Kantenflimmern jetzt gerade so stark war. Ne, hat sich wohl aufgehängt. Gut, müssen wir nochmal neu starten. Also in den ersten paar Minuten bekleckert sich das Spiel hier gerade nicht mit Ruhm, Leute. I see a new spark. Ah, okay. Jetzt geht's. Has it come to serve us? Ja, ich komme euch zu dienen. Also englische Sprachfassung leider. Wait your turn with my wizard. No matter. Das sind die Teile aus Harry Potter, ne? In Umbra, all shall go dark. I say it's high time somebody turn the tide, don't you think? Okay, also ist auf jeden Fall schon mal die Erzählstimme, die englische Erzählstimme von The Wizards, dem ersten Teil. Und fand ich sehr sympathisch. Ja, also ich kann euch nicht sagen, wie das Spiel auf dem PC aussah. Also ich habe da nicht den Vergleich, aber es kann nur besser gewesen sein. Es ist hier gerade, was in der Nähe ist, ist echt nicht so schön. Wow, da hinten geht was ab. Da kommen wir wahrscheinlich hier auch nicht durch, ne? Halte den Trigger gedrückt und drehe deine Handfläche in einem kleinen Bogen. Ah, okay, das war der Feuerball, stimmt. Ja, das ist natürlich, das ist das, was das Spiel echt... Was das Spiel echt stark gemacht hat, diese Zaubergesten. Also... Feuerball fliegt auf den Feind zu, der sich am nächsten zu deiner Flugbahn, zu seiner Flugbahn befindet. Bei Aufprall wärmt sein Ziel auf. Aufgewärmter Feind erneut getroffen wird, fängt dieser an zu brennen.
Ich will jetzt hier den Feuerbälle, ich will hier alles anzünden. Also den Feuerball können wir jetzt, so ich kann mich jetzt hier mal kurz rüber snappen, können wir jetzt quasi durch diese Bewegung hervorrufen und dann das Teil da abbrennen. Alles klar, da kommen wir weiter. Jetzt hier klettern. Ach Tatsache, wir müssen hier rüber, oh, wir müssen an den Pilzen rüber klettern. So, dann wieder zack. Hopp. Verbrenne. Jetzt können wir uns hier runter teleportieren. Da lang geht's. Wo lang müssen wir? Wisst ihr, was echt komisch ist? Guck mal, ich beam mich jetzt dahin. Dann würde ich doch denken, dass ich genau mit der Ausrichtung da ankomme. Guck mal, wie ich stehe. Was macht das denn für einen Sinn? Was ist das denn für ein Schrott? Also jetzt mal ernsthaft. Ich beam mich jetzt dahin. Ich würde doch jetzt denken, wenn ich mich dahin teleportiere, gucke ich in die Richtung auch. Wo gucke ich hin? Was ist das hier Kraut und Rüben? Bin ich irgendwie blöd? So, komm, ich richte mich jetzt nochmal aus. Vielleicht hat sich das Spiel festgehakt. Ne, guck mal. Das ist der Teleportmodus, der ist... Kann man da noch irgendwie was in den Einstellungen machen? Teleporter teleportieren. Freier Bewegungsmodus, Blick. Intensität, kann ich das hier nicht auch irgendwie bei teleportieren, sprinten, blickbasiert, controllerbasiert. Also hier freie Bewegung, ne? Dann machen wir mal controllerbasiert. Ich teste es nochmal. Nee, das ist, Leute, das ist doch alles. Also das geht gar nicht. Das habe ich bis jetzt bei keinem Spiel so gehabt. Alle, die ich bisher getestet habe, das ist ja komplett. So, jetzt gleich gucke ich hier hin, wo ich hergekommen bin. Warum gucke ich? Also... Jetzt müsst ihr mir was erklären. Also wenn ich würde es ja noch ansatzweise, ich drehe mich mal eben zu euch, ich würde es ja noch ansatzweise verstehen, wenn ich nach dem Teleportieren entweder dahin gucke oder 180 Grad zurück, aber ich gucke dann nach da. Pass auf. Ne, jetzt hat er es gemacht. Jetzt dreht er zumindest um 180 Grad. Aber was das soll? Also man guckt dahin, wo man herkommt. Vielleicht ist das nachher fürs Kampfsystem irgendwie vorteilhaft und ich sehe es jetzt gerade nicht. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ungewohnt und hatten wir bisher auf keinem, bei keinem Questspiel. Also teleportiert. Oh. Da können wir hochklettern. So soll es sein. Mal gucken. Also ich fand beim ersten Teil, den fand ich echt gut. Gerade diese Spells. Oh, ach hier, guck mal hier. Hatten wir das Schild? Your shield should be enough to tear this wall down. Von der Seite? Genau, so mussten wir. Von der Seite, so her. Okay, weiter. Zerschmettere gefrorene Feinde. So, jetzt können wir das hier... Dann können wir jetzt da oben... Bam! Gegen. Dann geht's auf, alles klar. Ja. Ach, guck mal, den Schild können wir auch werfen. Alles klar. Okay, ein paar Fehlwürfe hat es gebraucht, aber jetzt sind wir da. Ja, es ist hier, also die Umgebung, die ist auch fantasievoll erstellt und das, ach, das Teleporten, das macht mich fertig. Das muss gefixt werden, das kann doch nur ein Fehler sein, Leute. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, habt ihr sowas schon mal gesehen? Ich teleportiere mich dahin, dann will ich doch auch dahin gucken, das ist doch meine Laufrichtung. Dann dreht er mich um. Das ist so, sowas von, das reißt einen dermaßen raus aus dem Spiel. Was haben wir hier? Arcane Pulse, perfect for most sturdy obstacles. Grip drücken und eine horizontale Linie zu mir hin. Okay. Schiebe deine Hand nach vorne und lass den Grip los. Okay. Gucken wir mal. Ah, okay, so können wir es auch wemsen. Also auch hier wieder die Spells, die gefallen mir sehr gut. Sehr dunkel hier. Okay, Schild bringt. Wo sind wir jetzt hergekommen, dass es so schnell dunkel wurde? Light a fire to see better. So, was war das?
My, something still works here. Let's see. Also so ganz geil angepasst ist das noch nicht, oder? Also meine ich das nur? Such mysteries. I wonder what will happen if you put that definitely did something. You try the other two. Okay, das ist noch andere. Also der Move, der, dieser arkane Puls, ich zeige das mal eben, oder wie der hieß, geht so, ihr haltet die Grip-Taste gedrückt, zieht das dann so zu euch hin und könnt dann bam, das da reinhauen. So. So, da geht die Tür auf. Ah, und jetzt können wir hier hochlaufen. Alle direkt vor unserer Nase, zum Glück. Die linke Hand macht das, warte mal, die rechte Hand, ah, jetzt auch. Das haben wir gerade auch nicht gemacht, ne, da kommen wir nicht weiter. Ach, das ist nur für die Atmosphäre. Sehr gang. Okay, dann sind wir jetzt oben. Overhead looks heavy. It might break what your pulse cannot. Try burning the roots on the ceiling. Guck mal, hier leuchtet dann. Hier leuchtet das Schild jetzt wieder nicht. Warum leuchtet das? Nur an bestimmten Orten. Guck mal, hier siehst du nichts. Sonst. Alter, Leute, also wirklich. Das Spiel kostet 24,99 €. Auch da, guck mal, dass das da so weiß durchscheint oder so. Das ist einfach ein bisschen. Schluderig gemacht hier alles, Leute. Ich hab so den Eindruck, dass wahrscheinlich wurde dann wieder Zeitdruck gemacht, irgendwie von Oculus oder so. Guck mal da auch. Da siehst du immer wieder was durchscheinen. Das ist einfach. Auch da die Wand, das ist. Sieht man das? Die Wand glitzert. Ach, da oben. Vielleicht. Gucken wir mal. Nee, so. Ja, das war's. Oh. Oh! Oh, wieder Pilze. Oh. Da vorne ist ein Dödel. Den müssen wir kaputt machen. Hau ab. Ich spei dich mit Feuerbällen zu, ich schwör. So, erstmal Verteidigung. Feuerball. Das war 4. So, boom. Such a waste. Drones of Umbra like this one have overrun all of Prime. Das ist eine Drone of Umbra. Guck mal, hier können wir uns runterlassen. Ja, das ist dann ja auch wieder alles ganz nett. Also. Aber das Spiel. I would not recommend climbing through the burning ivy. Frostbogen. Halte die Trigger gedrückt und bringe die Hände. So, jetzt können wir so den Bogen und diese Gesten, das fand ich schon damals total stark. Bei. Ja, was ist das denn jetzt hier? So sind sie weg. Die Gesten, wie ihr einen Bogen herbeirufen könnt, wie ihr diesen arkanen Impuls da beschwören könnt oder den Feuerball herbeirufen könnt, das ist echt cool, Leute. Also allein, ey, ganz ehrlich, ihr könnt so einen Bogen herbeirufen, wie geil ist das? Aber, jetzt müsst ihr anfassen, genau, da müsst ihr dann immer die Dinger frieren und dann anfassen, damit die zersplittern. Aber ich hab wenig Verständnis dafür, dass das hier an der einen oder anderen Stelle technisch so. Und guck mal, jetzt sind wir wieder mit dem Rücken. Oh, hat er uns vollgekotzt? Ah! Die Luft brennt. Krass.
Also ich kann hier auch nicht durchlaufen. Entweder ist das Feuer falsch oder da fehlt ein Stock. Jetzt ist es dunkel geworden. Jetzt wieder dunkel geworden. Was ist denn hier dunkel? Darf ich hier nicht zu nah an das Teil ran? Boah, Leute. Und so kann ein Spiel, was einen guten Namen hat, durch technische Unzulänglichkeiten sich echt in die Scheiße reiten. Das ist echt schade. Oh, es schneit. Ja, für einen Frostgegner, den machen wir jetzt mal schön flüssig. Ist das hier irgendwie ein Zwischenboss? Das ist richtig sickig. Keine Ahnung, wobei ich den gerade gestört habe. Sah ich ziemlich unauffällig aus, was er da gemacht hat. So, den machen wir auf jeden Fall noch. Er brennt. Der Lulli brennt. Na, komm hier. Du musst weiter brennen. Bis du stirbst. Oh, jetzt dreht er durch, jetzt dreht er durch. Gerade absolutely Rage Mode. Wo ist er? War es das? Okay, dann gucken wir uns nochmal an, was wir da gerade bekommen haben. Da unten ist irgendwas am Funkeln. Upp. Boah, ey. Nochmal dieses Teleporten zum Genießen, so fast zum Abschluss. Hey und hey. Boah. Greife den Frostboden mit beiden Händen. Ah, warte mal. So. So, guck mal, so haben wir zwei Frostschwerter. Alles klar. Setze die Eissäbel auf kurze Distanz ein oder wirf sie auf Feinde. Alles klar. So, die probieren wir jetzt noch aus. Das ist natürlich jetzt... Komm, wir gehen jetzt einfach voll in die Offensive. Scheißegal. Kommt her. I think someone is shivering in the face of your power. Können wir den irgendwie... Oh, scheiße. Ja, sollen sie... Ich will ja jetzt hier auch... Oh, der ist kaputt gegangen. So, da müsst ihr aber immer wieder herbeirufen. Also nach einem Schlag sind die Schwerter auch weg. Okay. So, und das müsst ihr ihn jetzt erledigen. Wenn die nämlich einmal gefroren sind, könnt ihr die nur noch so zerdeppern. Ja, und jetzt sind wir hier, Leute. Und ich glaube, das sollte erstmal für den ersten Eindruck reichen. Ihr habt ein paar Kampfszenen gesehen. Ihr habt gesehen, wie man ein paar... Hänge ich jetzt hier nochmal zum Schluss fest? Ja, fast. Ich möchte zum Fazit kommen. Erstmal, wie ich immer das Fazit einleite, schreibt mir doch in die Kommentare, wie ihr das Game findet. Welchen Eindruck habt ihr von The Wizards Dark Times bekommen? Und mich würde interessieren, falls ihr die PC-Version gespielt habt, ob da dieselben Unzulänglichkeiten sind. Das Spiel, fangen wir mal mit der Optik an. Ich finde es optisch nicht sehr toll. Das ist mir am Anfang schon aufgefallen, dass wir da ein starkes Kantenflimmern hatten. Guck mal hier, so. Das ist mir jetzt im Spiel gar nicht so negativ aufgefallen. Wenn man drauf achtet, ja, dann sieht man es aber so beim Zocken nicht. Aber es sind halt viele, viele Fehler. Man kann zwischen den Texturschichten durchgucken in die Unendlichkeit. Da glitzert es dir weiß entgegen. Dann hast du Feuer, was einfach in der Luft hängt. Wahrscheinlich sollte da so ein Stab drunter sein wie da. Aber es brannte einfach. Es ist hier und da wirklich echt buggy. Und der Teleportmechanismus... Was war das? Der hat jetzt funktioniert. Ich verstehe es nicht, das ist komplett inkonsistent, oder? So macht das jetzt? Wenn ich vielleicht, wie ich stehe? Nee, jetzt macht das. Leute, ich kann es euch nicht erklären. Jetzt funktioniert der Teleportmodus. Aber jetzt, ihr habt es ja gerade selbst mitgekriegt, dass es vorher nicht funktioniert hat. Also... Ja, trotzdem muss ich sagen, Teleport funktioniert nicht so toll, auch wenn es jetzt dann auf einmal in Ordnung ist. Und was ich mir auch nicht erklären kann. Ja, auf jeden Fall, aus meiner Sicht hat das Spiel auch, wenn man jetzt mal die Stärken in die Waagschale wirft, ich finde, der Kampf, der macht relativ viel Spaß. Und mir hat bei The Wizards 1 schon Spaß gemacht, wie man die Waffen hervorrufen kann oder wie man dann so Doctor Strange-mäßig die Schilde hervorrufen kann oder hier den Feuerball beispielsweise. Das ist schon sehr cool, auch umgesetzt und macht Spaß. Aber für 24,99 Euro doch bitte nicht mit so einer technischen Umsetzung. Also auch grafische sind nichts Besonderes.
Ja, ich bin aber gespannt von euch zu lesen. Das ist ja nur meine Meinung und deswegen ist es wichtig, dass ihr auch in die Kommentare eure Meinung schreibt, damit diejenigen, die sich für das Spiel interessieren, auch die Meinung von mehr Leuten lesen können. Also deswegen schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Game findet und zusätzlich nehmt ihr durch euren Kommentar am Gewinnspiel teil. Ihr könnt The Wizards Dark Times gewinnen, indem ihr nämlich einmal die Zockstube abonniert, dieses Video kommentiert und dieses Video liked. Die Auslosung des Games findet am Sonntag ab 16 Uhr im Livestream der Zockstube statt. Da werde ich wahrscheinlich Demeo zocken und euch da mal einen ausführlichen Eindruck vermitteln. Also wenn ihr euch für Demeo mal eine ausführliche Partie interessiert, dann schaltet am Sonntag um 16 Uhr ein und zusätzlich kriegt ihr da noch die Auslosung des Gewinnspiels. Ja, und wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich auch diesmal über euer Däumchen nach oben. Das war mein erster Eindruck zu The Wizards Dark Times. Möchtet ihr wissen, wie ihr eure Oculus Quest noch besser macht, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da habe ich euch verständliche und einfache Tutorials hinterlegt, wie ihr das garantiert auch hinbekommt. Außerdem empfehle ich euch mein aktuelles Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt zur Oculus Quest, dann abonniert diesen YouTube-Channel, denn in der Zockstube bekommt ihr Content nur zur Oculus Quest. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao Leute!